WDR 2 Stichtag. Onga, Re, alle. Sie ist sportlich angetreten, eigentlich um ihren Titel zu verteidigen. Und diese Schmach wollte sie gern wieder wettmachen. Riposte. Denn 1932 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles hatte die Goldmedaillengewinnerin von 1928 ihren Titel nicht verteidigen können. Sie landete damals nur abgeschlagen auf dem 5. Platz. Ich wollte immer zurück nach Deutschland. Wer einmal bei Olympischen Spielen dabei war, wird das verstehen. Seit 1932 lebt Helene Mayer in den USA. Die politische Entwicklung in Deutschland, die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, die Judenverfolgungen, erlebt die blonde Hee aus der Ferne. Der Sporthistoriker Berno Baro. Sie hat immer sich als Deutsche gefühlt und war eben auch daran interessiert, als Deutsche dort bei den Wettkämpfen anzutreten. International haben sich dann sehr viele Vorbehalte aufgebaut, weil viele Juden ab 1933 das Land verlassen haben. Und das war sozusagen der Nukleus dieser Boykottbewegung. Vor allem die USA drohen Hitler wegen der Judenverfolgungen mit Olympia-Boykott. Ich harmloses Wesen wurde auf einmal als Mittelpunkt des olympischen Streits angesehen, bekam viele Telegramme, die einen hetzten, die anderen gratulierten. Das Internationale Olympische Komitee schlägt sogenannte Alibi-Juden vor, um die Spiele des Diktators zu retten. Jüdische Sportlerinnen und Sportler dürfen im deutschen Team teilnehmen, wenn sie in olympiareifem Zustand sind. Die Hochspringerin Gretel Bergmann und die Fechterin Helene Mayer werden für die Sommerspiele nominiert. Gretel Bergmann wird der Start am Ende verweigert. War nach Nürnberger Rassengesetzen klar, hier handelt es sich um eine Volljüdin. Und Hitler hatte ganz klar geäußert, Volljüdinnen oder Volljuden dürfen nicht an den Spielen teilnehmen. Helene Mayer darf als einzige deutsche Jüdin in Berlin starten. Ihr Vater, vor seinem Tod ein angesehener jüdischer Arzt aus Offenbach, die Mutter evangelisch. Für uns heute vollkommen schräg eigentlich und unverständlich, aber laut nationalsozialistischer Rassengesetzgebung handelt es sich bei Helene Mayer um eine sogenannte Halbjüdin. Und damit in der Sprache der damaligen Zeit weniger schlimm. Ich rufe die Jugend, wer will? Helene Mayer wird Hitlers Vorzeigejüdin. Der drohende Olympiaboykott ist mit ihrer Teilnahme abgewendet. Weil sie in der Weltöffentlichkeit als Jüdin wahrgenommen wurde, die demonstrieren sollte, dass deutsche Juden tatsächlich bei entsprechenden sportlichen Leistungen an den Spielen teilnehmen könnten. Helene Mayer gewinnt die Silbermedaille. Die Bilder der Siegerehrung gehen um die Welt. Und hat dann in diesem Moment der Siegerehrung das gemacht, was alle deutschen Sieger auf dem Podest in der Zeit getan haben. Sie hat den rechten Arm zum deutschen Gruß erhoben. Öffentlich entschuldigt hat sie sich dafür nie. Das hat ihr die jüdische Community nicht verziehen. Und das ist nur so zu erklären, dass sie sich selbst eigentlich nicht als Jüdin gefühlt hat und offensichtlich auch nicht wahrgenommen hat, wie sie im Zuge dieser Spiele als Alibi-Jüdin missbraucht worden ist. Alf! Helene Mayer lebt nach den Olympischen Spielen 1936 weiter in den USA und bleibt dort bis 1952. Am Ende fühlst du dich doch sehr alleine in diesem Land. Dann kehrt sie, inzwischen US-amerikanische Staatsbürgerin, nach Deutschland zurück. Ich bin sehr froh, denn ich bin wieder in meiner Heimat und ich bleibe für immer. Doch sie stirbt bereits im Oktober 1953 mit nur 42 Jahren an Krebs. Bis heute ist sie eine der erfolgreichsten deutschen Fechterinnen. Bis heute ist sie aber auch Hitlers Alibi-Jüdin. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.